Und jetzt mal an dieser Stelle. So geil kann das nämlich auch klingen. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingskanal auf dem im YouTube-Internet ihm seiner drinne. Tief. So Leute, wir fangen an mit der Da ist es wieder gewesen, die kleine Hand. Was? Ich habe Anmoderation verlernt. Was? Dieses Video wird euch präsentiert von PUBG Mobile. PUBG Ein Mobile. Kostenloses Battle Royale-Spiel mit über 50 Millionen Spielern weltweit. Spiele Solo, Duo oder Squad im Battle Royale. Battle Royale ist dir zu langweilig. Nebenbei bemerkt gar nicht es so schlecht. Es nebenbei gemerkt bin ich voll neidisch. Als wir die Kampagne für PUBG Mobile hatten, hatten wir nicht so coole Animations-Assets bekommen. Vielleicht konnten sie sich erst nach der Koop mit uns das leisten. So, Olli, stark. Harde, Sniper-Training oder Team-Deathmatch. Es gibt regelmäßig Kooperationen für Skins und Waffen. Das ist voll geil. Den Lamborghini, Spider-Man No Way Home, Evangelion und Lamborghini. Zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft kommt für eine kurze Zeit Messi ins Spiel. Wer? Na, Lionel Messi, das Fußballidol seit meiner Kindheit. Und ich freue mich riesig, dass er jetzt mit PUBG Mobile... Ist mir egal, Eva. Wenn du die wöchentlichen Aufgaben erfüllst, bekommst du kostenlos unglaublichen Messi-Content. Das bedeutet, es gibt Messi für diesen Zeitraum Messi-Skins. Das passt. Messi auf der Insel ist auch immer alles unaufgeräumt. Messi-Fallschirm und sogar Messi. Liegt überall Zeug rum. Die Schuhe ermöglichen es dir, schneller zu sprinten und einen Boost-Effekt, der dich sliden lässt wie ein Fußballer. PUBG Mobile Global Chicken Cup. Was ein Zungenbrecher. Was ist denn bekloppt. Los du mit bist ihm? Zu einem Fußballauto und fliegst durch die Luft. Ernsthaft? Bei was ist los mit dem Spiel? Bekommst du Belohnung. Die wollen jetzt Fortnite sein. Ich will, dass die Peeps wieder PUBG spielen, Alter. Das muss ja Doch abgehen halt. Zur Zeit es wie war Sau. Eine schwarze Lochgranate, die Gegner anzieht. Lustig. Unbedingt mal auschecken und kostenlos downloaden mit dem Link in der Beschreibung. Olli! Olli! Olli, kannst du daraus einen Button machen? Lustig! Warte. Ihr müsst ruhig sein. Wunderbar. Wo ist es? Warte. Es war eine schwarze Lochgranate, die Gegner anzieht. Jetzt. Achtung, warte, jetzt müsst ihr leise sein. Und ich muss es einmal testen, wie das ging. Lustig! Unbedingt mal auschecken und kostenlos. Hat das geklappt? Naja. Nee, hat überhaupt nicht geklappt. Ah, enttäuschend. Ja, schade, ich wollte schon mit einem Soundboard kurz. Die Idee ich habe ja so eine quasi Loopstation, aber es hat irgendwie nicht downloaden mit dem Link in der Beschreibung. Machen wir später. Aber ganz kurz, können wir darüber reden, so sehr ich ihn mag, wie viele Namen er falsch ausgesprochen hat, war jetzt anders wild. Also ich fand es auch irgendwie, aber ich fand es auch super unterhaltsam dadurch. Ja, fand ich auch. Gut. Es hatte sehr viel von einem Deathmatch. Nein, okay, ich hab's irgendwie so in meinem Maul halten. Oh mein Gott. Was ist jetzt los? Aber ihr wisst ja, das Wichtigste in der Werbung ist Authentizität. Ja. Hey, ja, was ist mit Ganondorf passiert, Alter? Warum ist er so buff? Kennst du das auch? Die Hölle. Hallo? Oh mein Gott, hab ich einen getötet? Ich habe einen getötet, oder? Kennt ihr Schloss Einstein? Hieß natürlich, Schloss Einstein? Alter, ich kenne die gesamte Besetzung von Schloss Einstein, denn das wurde in Potsdam gedreht. Ja, ich hatte mal was mit einer aus dem Cast. Ich auch. Das ist eine Kindersendung, oder? Olli macht das wieder war weird. Nicht die gleiche. Hä, was Olli hatte keine oder? Kindheit? Also worauf ihr euch einstellen könnt, dass es nächsten Monat kein Event geben wird, sondern im Januar zwei Events. Hat den einfachen Grund, dass der letzte Samstag im Monat ein Samstag ist. Ja. Sprichst du die Sprache oder wie habt ihr kommuniziert? Mit dem Orca? Ja. Also der spricht fast Deutsch, der hat so einen bayerischen Dialekt, aber das ist ganz lieb. Sein Name ist Werner, er ist importiert worden, er war früher unterwegs in den Alpen, aber da war er in einem kleinen Teich aufgewachsen, war dann irgendwann zu groß, wurde ausgelagert. Der ist an der Ostsee unterwegs, ist ein sehr netter Dude, also muss man wirklich sagen, hat eine nette Frau, Kinder. Wir müssen an der Stelle übrigens aufklären, der Chat verlangt das von uns, war es denn die gleiche? Wir haben das nie auf, aber ich glaube nicht. Ich behaupte nein, warte, Haarfarbe? Auf drei. Ja? Okay, du wolltest braun sagen, ich will schwarz sagen, ist schon okay. Mal.
Naturschwarz, deswegen easy. Nee. Hellbraun. Nee, alles klar. War nicht die gleiche. Wirklich sehr netter Mann. Der sammelt so kleine Warhammer-Figuren, aber malt die ganze Zeit extra invertiert an. Also nicht, dass die normale Hautfarbe hätten dann, sondern die sind da grün. Das ist ein echt cooler Typ, den müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ihr Lieben, wir haben am heutigen Abend die komplette Breitbeine. Also erstmal. Ich habe irgendwie mit der Stimme habe ich gar nicht gerechnet. Null, überhaupt nicht, aber es war trotzdem sehr witzig. Ja. Brandbeiter. Brandbeiter. Toll, am Sofa, ja. Brandbeiter war ja genauso schlimm. Oh, Leute. So, warte. So, und jetzt alle vier, sagst du? Wie, was? Ernsthaft, Erik? Nein. Leute, bitte. Als ob jemand auf den Trick reinfällt. Ich war auch was gerade für ein uralter so, Joke. Und mit wenn dem kommst du ja an. Also bitte. Ja? Ich bin in... Man nennt mich Sonnenschein. Der Pullover ist in ja der Hammer. In dem Team, in dem ich gerade bin ich der Soll. Hi. Du hast isst den Keks. Warte, ja, also, ich sag mal, es ist auch schwierig, mir bei dem Lächeln, dem Kittenpullover, dem saubunten Regenbogenleuchte-Hintergrund zu erklären, sie wären nicht der Sonnenschein. Ja, es ist schon die Bildsprache, also wenn sie keinen schwarzen Pullover tragen würde. Ja. Wäre der Rest der Bildsprache Sonnenschein. Dann wäre sie ein Sonnenschein, der Regenbogen kotzt. Aber sowas von Sonnenscheinchen da. Und Kekse isst. Ja, das auf jeden Fall. Kekse auch noch. Ich sag's dir. So, jetzt kriegen wir bestimmt Ärger mit ihrer Community. Weil aus unserer Community wieder einer petzen geht. Hi. Hi. Dalu, bleib mal stehen. Warte, es sieht ja gleich, was passiert. Weil wenn ihn jetzt jemand killt, sehe ich das ja. Er geht ich glaube nicht, dass Dalu böse ist. Was? Ich glaube, jetzt hat er die Verbindung. tanzt er bei euch auch so lustig? Also ich sehe es bei dir. Also es gibt hier irgendwie Steinarter noch. Ja, diese Cooldown. Ne? Oh, Scheiße, hab ich mich erschreckt. Oh. Fand das die richtig Hände. Witzig. Das war gut. Ich gehe dann aufs Spiel starten, gell? Sign to Xbox Live. Oh nein. Genau. Oh Gott. Du kannst einfach dein Microsoft. Du wirst ja wohl einen Microsoft-Account haben. Du hast ja Windows. Aber keine also. Ahnung mit den Passwörtern. Bist du so eine Passwort. Bist du so eine Passwortschlampe? Wow, warum ist er denn jetzt so? Guck mal, Ken. Ach, come on. Witzig. Ist der gerade vom... Den habe ich nicht umgebracht. Ist ja mega. Was zum... Ich liebe sowas. LOL. Weil sie ihn jagen, das war oder? Schon richtig hier. Oh nein! Wild? Ah, wie cool! Kanalpunkte, wenn ihr sowas... Scheiße, das Wasser läuft über. Oh, fuck. Ich muss das Wasser runterstellen. Jo, das sind nur Nudeln! Ich seh nix! Scheiße, Mann. Anderer Regisseur... mein Gott. Regisseur... Ja... Ich kann auch nicht Regisseur sagen. Ich kann es einfach nicht. Regisseur. 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 Das ist geil, oder? So geil, wie ihre Augen schon so twitchen. Ich gebe nochmal allen, die das nicht aussprechen können, an der Stelle ein kurzes Coaching. Ihr sagt jetzt Regie. Regie kriegt man ja hin. Ja? Regie. Und jetzt sagt ihr... Sir.
Wie Sir William zum Beispiel. Ja? Und jetzt sagt ihr beides zusammen. Regisseur. Sir, Regie. Regisseur. 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 Ist nicht so schwer. Ich kann das halt auf Retalk nicht richtig. Ist der Regisseur. Lux. Oh. Was machst du denn? Darf ich vorstellen, mein Kater? Ich dachte, da wäre eine. Cool. Alter, Keanu Reeves spielt nein, einfach. Das ist jetzt nicht gerade passiert. Keanu Reeves hat nicht so einen dichten Bart. Das ist das schon Nino. So, 7 Uhr aufstehen, Kind für Frühstück fertig machen. Naja, muss ja eine Weile in den Ofen so Kind. Ich mach das Kind nicht zum Frühstück. Ich mach das Frühstück für mein Kind fertig. Oh mein Gott. Ja, denn ich war immer am Puls der Zeit, immer unterwegs, immer das Ohr auf dem Gleis der Geschichte, immer, ich wusste immer Bescheid. Dann wusste ich halt, Windows 2000 kommt raus. Oha. Und dann habe ich mir die Domain, windows2000.de war leider schon weg und die ganzen anderen Domains gab es alle noch nicht. Also es gab .de.com und sowas halt. Also habe ich mir windows2000.de geordert, aber statt Null, statt O's waren es Nullen. Umgekehrt, statt Nullen waren es O's. Windows2OOO.de, so rum. Ich war mega clever. Mega clever. Und die werde ich bestimmt richtig teuer verkaufen. Stark. Mit diesem DLC wird der bisherige Hintergrund durch Naturlandschaften mit bezauberten Mädchen in Anime-Style ersetzt. 18 neue Bilder für dein Vergnügen. Für dein Vergnügen. Er hat sich aber auch schon doll drauf gefreut. Nein. Ich muss vorsichtiger sein. Ist das mein Ernst? Alles. Nun. Ansonsten kannst du lecker Falafel auch direkt einladen, so auf der Couch. Ja, und dann mache ich mit meinem Kaffee in der Hand und verplemper dabei auch wieder den ganzen Kaffee. Ungefähr so. Ja, was soll ich mich denn? Ich muss sagen, dass ich richtig Bock auf Content von Lollek und Bollek habe, wo ich sie da gerade sehe. Irgendwie. Das kann in zwei richtig üble Richtungen gehen und ich habe irgendwie auf beide Bock, mir das reinzuziehen. Die gucke ich mir nachher mal an. Das Pausebild ist auch mega. Die Lache ist schon mal King. Ja, die Lache ist auf jeden Fall schon mal. Oh, yeah. Ich fühle, mit der Lache hat sich der Montana Black orientiert. Gott, why? Warum, wie oft sollte das noch kommen, Alter? Das ist richtig das Geräusch. Das ist voll gut. Oh, könnt ihr euch noch dran erinnern? Wo ich dann tatsächlich diese Reaction nicht mitbekommen habe? Und ich weiß jetzt, warum das gut war, dass da der Stecker rausgegangen ist. Da redet der mir ein bisschen aus. Da, Gronkh ist echt weise. Manchmal kommt so der alte Mann in ihm heraus, wo er wirklich weise ist. Wie so ein bisschen wie so ein Gandalf auf Wish bestellt. Jawoll, ran da in. Aua, ein bisschen teurer. Zum Aufzug zurück. Was? War das Carillos Schwester? Ich hing noch dran, an wen es mich so doll erinnert. War schon so ein bisschen, oder? Ja, legit. Ich muss noch mal kurz gucken. Also gerade dieses... Äußerlich Randa. Oder von der Sprache her? Nee, von der Sprache und der Art her. Wenn man nicht hinguckt, ist es noch doller. Jawoll, ran da in. Aua! Ja, ja, ja. Die Stimme ist ultra. Stimme her. Ja. Zumindest in dem Ausschnitt, ja. Santa Baby, I want a yacht and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa Baby, so hurry down the chimney tonight. Stark. Mag ich. Und jetzt mal an dieser Stelle so geil kann das nämlich auch klingen. Punkt. Ich frage mich, das ist ja immer sowas, was ich in den Spielen testen muss. Wann's weh tut, wenn man fällt. Das muss ich ja auch noch testen. Offensichtlich nicht sehr hoch. Tatsächlich aber auch ein Zeichen für ein nicht so gut programmiertes Spiel,
weil er wahrscheinlich einfach noch die vertikale Geschwindigkeit auf der Treppe beibehalten hat, obwohl er nur schnell nach vorne gelaufen ist. Sie ist in den Flock gelaufen. Ach so? Ja, dann ist das legit. Sehr realistisch. Eine Falle. Sehr realistisch. Also ich fand Flock schon... Gelaufen? Das muss ich ja auch... Ach da, ja, tatsächlich. Wow. Das hast du so schnell gesehen? Ja. Wild, ja. Hätte gerne 100 Jahre nicht mehr da. Auf jeden Fall wäre das ist Ding da, schmerzhaft. Ja. Muss ich ja auch noch testen. Aber war es das, was sie getötet hat? Ja, oder der Stacheldraht, der da dran ist. Das kann sein. Irgendwas an der Verteidigungsanlage vielleicht. Tja, das ist harte Welt in Metro. Ne? Alles versucht dich zu töten, wir kennen das. Ja, ja. Freunde, wenn ihr nicht sterben wollt, dann solltet ihr unseren Kanal abonnieren. Und am besten direkt noch ein Video schauen. Dankeschön und bis gleich.